Jede Generation hat die Chance, die Welt neu zu gestalten, hat Barack Obama in seiner Rede in Südafrika gesagt. Mein Name ist Nick Pichler und ich gebe Impulse fürs Leben. Aber stimmt das wirklich, was Barack Obama da gesagt hat? Ich sage ja, es stimmt. Und ich sage ja, es ist wichtig. Wir leben in einer freien Gesellschaft und wir als freie Gesellschaft müssen, dürfen, können, wollen, sollen gestalten. Jeder Einzelne. Jetzt kann man sich natürlich denken, was kann ich als Einzelner schon bewirken? Ja, vielleicht kann man nicht viel bewirken und man kann was bewirken. Ich sage es euch ganz ehrlich, ich war auch nicht immer so. Ich habe mir das auch gedacht, ist bequemer, wenn ich es nicht mache, ist bequemer, wenn ich mich nicht ganz so positioniere. Ich habe das dann verändert, weil ich gelernt habe, je mehr ich mich positioniere, je offener ich bin und je mehr Sinn ich fürs Gemeinsame habe, desto mehr kann ich sein. Und ich denke, das Ziel in unserem Leben ist, dass wir selbst sind. Es braucht aber zu genau diese drei Eigenschaften, die ich gerade angesprochen habe. Offenheit, es braucht die Positionierung und es braucht den Sinn fürs Gemeinsame. Offenheit bedeutet, sagen wir mal so, was da draußen gerade passiert, kann einem wirklich Angst machen. Ich kann es nachvollziehen. Wirtschaftlich, politisch, kommunikationstechnisch, das kommt uns manchmal so vor, als ob es uns überrollt. Ja? Aber es passiert. Es passiert sowieso und es bringt nichts, wenn wir die Hände vors Gesicht halten und sagen, wenn ich jetzt niemanden sehe, dann passiert auch sonst nichts. Nein, was passiert ist, dass wir nicht mehr sehen, was los ist. Und dass wir darauf angewiesen sind, anderen zu vertrauen, die uns irgendwas zuflüstern oder irgendwelchen Schreiern zu vertrauen. Sprecht da jetzt irgendwelche Headlines an, irgendwelche Meinungen im Internet. Auch Politiker, die uns gewisse Dinge sagen. Es mag richtig sein, aber es mag auch nicht richtig sein. Das heißt, wir müssen ganz wichtig mal offen sein und uns Dinge anschauen. Wir brauchen Realitäten, um uns zu positionieren, um unsere Meinung und unsere Entscheidung zu treffen, brauchen wir Realitäten. Das sind Zahlen, das sind Fakten, das sind nicht Meinungen. Ich beobachte, dass ganz viele Entscheidungen getroffen werden aufgrund der Meinung von anderen. Was da passiert ist, wenn ihr jetzt blindlings einer Headline vertraut und diese Meinung weiterträgt, dann positioniert sie euch und ihr entscheidet euch dafür. Ohne zu wissen, ob es wirklich ihr seid. Und am Ende des Tages, ich sage es nochmal, geht es darum, dass ihr selbst seid. Positionierung ist schwierig, ja, ist auch nicht so leicht, überhaupt kein Thema. Und es ist wichtig, denn wir haben eine Positionierung in unserem Leben und das ist unsere. Und die gilt es auch zu artikulieren. Wir haben aber auch eine Verantwortung anderen Menschen gegenüber. Wenn gegen jemanden zum Beispiel in der Schule gemobbt wird, wenn beim Arbeitsplatz jemand gemobbt wird, wir schauen hin, wir sehen es, aber wir sagen nichts, dann machen wir uns mitschuldig. Ja? Das dürfen wir nicht. Das ist wichtig, aufzuzeigen, zu sagen, ich sehe das anders. Es muss jetzt nicht nur Mobbing sein, das kann auch einfach eine andere Meinung sein. Lernt wieder, eure Meinungen zu sagen, aber basierend auf euren tatsächlichen Meinungen. Basierend auf Fakten und nicht basierend auf Meinungen, die einem irgendwie vorgegeben werden. Und natürlich ist es bequemer, aber das Leben ist per se nicht bequem. Und es wird unbequemer, je mehr man den Weg der Nicht-Positionierung geht. Unsere Gesellschaft, unsere freie Gesellschaft hat sich entwickelt, indem sozusagen wir einen Konsens und Kompromisse gefunden haben, gemeinsam. Da komme ich jetzt auf das zurück, wo ich gesagt habe, alleine können wir manchmal vielleicht nichts tun. Das mag stimmen, aber in der Gruppe immer. Stellt euch nur vor, 1% der österreichischen Bevölkerung oder 1% der deutschen Bevölkerung, Österreich wären es 80.000, in Deutschland 800.000, würden nur beschließen, wir verändern was. Wir berufen uns wieder auf Fakten. Wir schauen nicht hin, wenn jemand gemobbt wird. Wir artikulieren uns dazu. Wir sagen wirklich unsere Meinung. Wir tragen unseren Beitrag dazu bei. Das würde ganz, ganz große Wellen schlagen. Zum Beispiel, mein Beitrag ist es, diese YouTube-Sendung zu machen. Mein Beitrag, das ist der Sinn. Ich will Menschen unterstützen, ich will Menschen stärken, ich will die Entwicklung von Menschen fördern. Ich möchte, dass Menschen da draußen sehen, halt, ich bin nicht allein und da gibt es Impulse. Deswegen heißt es auch Impulse fürs Leben. Ich habe nun mal ein Talent zu reden und ich habe die Ressourcen in meiner Agentur, dass ich das mit meinem Team hier realisieren kann. Das ist mein Beitrag. Aber es ist auch ein Beitrag, dass ich, wenn ich am Tisch sitze und irgendwo gibt es Hasstiraden, dann sage ich meine Meinung dazu. Ich positioniere mich. Das ist nicht immer angenehm und es bin ich. So ist das normal. Also, seid offen, habt den Mut zur Offenheit, macht die Augen auf, positioniert euch anhand von Fakten und habt Respekt für das Gemeinsame, für die gemeinsame Entwicklung. Albert Einstein hat gesagt, um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde zu sein, muss man in allererster Linie ein Schaf sein. Seid keine Schafe. Seid einfach ihr selbst. Looking forward.